Am meisten Angst haben, glaube ich, so mittelständische Unternehmen vor, so ihre Daten wegzugeben. Faktisch ist, also man trifft ab und zu mal einen Unternehmer, der seine Festplatten-Backup dann im Brotkorb in der Küche aufbewahrt oder so. Also oft ist das viel, viel unsicherer, was man hat. Man muss sich auch mal überlegen, wie viel Mühe das macht, ein Unternehmen zu hacken. Also wenn man da wirklich so einen Angriff macht und irgendwie reinkommt, das gelingt öfter mal, weil irgendwelche Angestellten dann doch den Firmennamen oder ihren Geburtstag als Passwort haben. In der Cloud ist das nicht so einfach. Also wenn, ich meine, wie machen Sie das, wenn Sie wollen jetzt ganz gezielt von der Google Cloud den Text meiner Bücher runterholen? Das stelle ich mir viel schwieriger vor. Also Google als Komplex in der Cloud anzugreifen und genau das rauszuholen, als jetzt eine mittelständische Firma mit Hacking versuchen reinzukommen. Ich glaube, da ist vieles in der Cloud dann sicherer, weil man gegen so ganze Clouds nicht richtig ankommt als Hacker.